Beide wurden am 21. August in Griechenland verhaftet. John sitzt mittlerweile auf Kios im Gefängnis und Sarah in Athen. Es sind heute 61 Tage. Der dritte ERCI-Mitarbeiter Nassos hat sich am 28. August selbst gestellt. Athanasios Karakitsos, von Familie und Freunden liebevoll Nassos genannt, kommt aus Athen, Griechenland. Nassos absolvierte die Kalitea Senior High School und diente seinem Land als Feldwebel im 857er Bataillon der Fallschirmflugzeuge in der griechischen Armee und als Korporal in der griechischen Marine. Er begann dann eine Karriere in der Sicherheitsdienstleistung, darunter 5 Jahre als hochqualifizierter Maritime Security Officer zum Schutz von Schiffen vor Piraterie und Terrorismus. Im Jahr 2015 meldete sich Nassos freiwillig zum Einsatz am Ufer von Lesbos, um Flüchtlinge zu retten, die in Not geraten sind. Im Jahr 2016 wurde er zum Field Director und das Search and Rescue Team Lead of Emergency Response Center International, kurz ERCI, einer griechischen gemeinnützigen Organisation. In dieser Funktion leitete er ein Team von über 20 Freiwilligen als Ersthelfer in Notfallsituationen an der Küste und entwickelte professionelle Verbindungen zur griechischen Küstenwache, Frontex, Port Authority und Moria und Karatepe Camp Management. Nassos wurde auch Mitglied des griechischen Rettungsteams und vertrat ERCI im Joint Rescue Coordination Center in Athen. Er half bei über 600 Bootsrettungen und rettete damit über 40.000 Flüchtlinge. In der Praxis war Nassos für seine Identität als stolzer griechischer Militärveteran und Patriot bekannt. Zu den Merkmalen seiner Führung gehören seine Disziplin und strikte Einhaltung der Arbeitsabläufe, eine starke Arbeitsmoral, operative Exzellenz, Mitgefühl für die Flüchtlingsgemeinschaft und ein starkes Engagement für humanitäre Arbeit. Er wurde für die Auszeichnung der International Maritime Rescue Federation Hero für seinen Heldenmut in die engere Wahl genommen. Nach seinem Ausscheiden aus dem ERCI-Programm engagierte sich Nassos weiterhin freiwillig bei Such- und Rettungseinsätzen, unter anderem bei den Waldbränden auf dem griechischen Festland im Juli 2018. Bis zu seiner Inhaftierung studierte Nassos an einer Hochschule, lernte Sprachen und verbrachte wertvolle Zeit mit seiner Familie in Athen.